Nigelnagelneue Autos, soweit das Auge reicht. Alles glänzt hochpoliert und immer mehr ist elektrisch. Die großen Autohersteller haben sich auf die E-Mobilität voll eingestellt. Das Interesse daran ist ebenfalls sehr groß. E-Mobilität ist doppelt wichtig. Zum einen, weil die Energiewende, die wir so dringend brauchen, in allen Lebenslagen stattfinden muss. Und da ist Mobilität ein großes Thema. Und sie ist doppelt wichtig für die Salzburger AG, weil wir auf der einen Seite beim öffentlichen Verkehr unser Kerngeschäft haben, 30 Millionen Fahrgäste jedes Jahr. Und dieser öffentliche Verkehr wird ein wichtiger Beitrag sein. Und weil wir auf der anderen Seite aber auch bei der individuellen Mobilität mittendrin statt nur dabei sind. Stichwort Elektrifizierung, Stichwort E-Mobilität und all das, was dazugehört. Die Salzburger AG schreibt sich die E-Mobilität seit vielen Jahren auf die Fahnen. Als einen sehr wichtigen Teil der grünen Energiewende, schildert Vertriebsleiter Markus Wiedhölzl. Für die Salzburger AG als GreenTech-Unternehmen ist es besonders wichtig, dass wir hier die richtigen Produkte für die Energiewende anbieten. Und so bieten wir Gesamtpakete im Bereich der Energieerzeugung, der Energiespeicherung und der Energieabgabe in Form von Ladelösungen an. Dazu wird die Salzburger AG in den nächsten Monaten und Jahren die öffentliche Infrastruktur für E-Autos kräftig ausbauen. Beim öffentlichen Ladenetz gilt das, was bei all diesen Mobilitätslösungen gilt. Am Ende des Tages entscheidet der Kunde. Und wenn der Kunde einen Kunden Nutzen sieht, wenn es komfortabel ist, wenn es gut funktioniert, wenn es uns gelingt, es für ihn einfach zu machen, dann wird er es nutzen. Daher volle Kraft voraus auch bei der Ladeinfrastruktur. Wir haben 900 öffentliche und halböffentliche Ladepunkte im Land und wir werden weitere bauen, unter anderem 30 sogenannte Hypercharger, also wo wirklich auch Tempo gemacht werden kann. Der neueste und schnellste davon steht übrigens seit kurzem direkt bei der Salzburger AG-Zentrale in der Bayerhammerstraße. Hier kann man jetzt jederzeit mit bis zu 300 kW schnell laden.